Was sind die kleinen Automatisierungen im Maklerbüro? Kleine Prozesse, große Wirkung, das erkläre ich in diesem Video. Was sind die kleinen Automatisierungen? Ich habe mal 7 Automatisierungen mitgebracht. Ziel ist es, dass Sie zum einen einen Überblick bekommen und zum anderen habe ich Automatisierungen ausgewählt, die zügig aufgesetzt sind. Die Frage ist, warum überhaupt automatisieren? Ich denke, das liegt auf der Hand. Ganz viele Sachen kosten schlicht und ergreifend Zeit und dementsprechend Geld. Man muss sich um so viele Dinge kümmern. Manche Sachen muss man machen, wie zum Beispiel DSGVO, Datenpflege. Andere Sachen möchte man machen, wie zum Beispiel Kundenservice. Und man kann sich dabei unterstützen lassen und das Ganze automatisiert. Wie gesagt, 7 Automatisierungen habe ich mitgebracht und die schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Ja, ich schlage vor, da fangen wir einfach mal oben an. DSGVO-Unterstützung ist der erste Bereich und da gibt es ganz viele kleinere Themen. Eins steht da schon geschrieben, Ablauf der Speicherfrist. Bevor eine Speicherfrist abläuft, kann man zum Beispiel den Interessenten dementsprechend nochmal kontaktieren und schauen, dass man die Speicherfrist verlängert. Manchmal gibt es das Szenario, dass jemand sagt, naja, ich habe ja in meinen Bedingungen stehen, ich darf bis auf Widerruf speichern. Ja, aber in den DSGVO ist ganz klar geregelt, dass man nicht einfach so bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag speichern kann. Also dementsprechend sollte man sich mit dem Thema Speicherfristen auseinandersetzen. Speicherfristen können sich auch ändern. Zum Beispiel, Sie haben einen Kaufinteressenten, dann hat er eine relativ kurze Speicherfrist. Derjenige kauft die Immobilie, dann verlängert sich die Speicherfrist natürlich. Das muss in der Datenbank aktualisiert werden. Und auch solche Sachen kann man automatisieren, weil das sind die Kleinigkeiten, die natürlich gerne vergessen werden. Einer meiner Lieblingsprozesse ist der Objektgeburtstag. Beim Objektgeburtstag geht es schlicht und ergreifend darum, um sich nochmal nett in Erinnerung zu rufen. Das heißt, Sie haben eine Immobilie verkauft und den Käufer lassen Sie ein Jahr nach dem Notartermin oder 3, 5 Jahre, klassischerweise bis zu 10 Jahre nach dem Kauf, ruft man sich nochmal in Erinnerung mit einem netten Gruß, der nicht zu werblich ist, sondern einfach nett. Das kann eine Karte sein, das kann ein Präsent sein, das kann auch nur mal eine E-Mail sein. Da wird in der Praxis stark variiert, das kann man halbautomatisch machen oder komplett automatisieren. Also ich habe einen Consulting-Kunden, der beauftragt, automatisiert im Jahr 1 einen Floristen, der bekommt dann eine Woche vorher, vor dem Objektgeburtstag, eine E-Mail mit der Bitte hier, Blumenstrauß und bitte stell das zu, als Beispiel. Also sehr nett, gibt auch welche, die sowas persönlich dann vorbeibringen, gibt auch welche, die nur eine E-Mail schicken und auch welche, die es natürlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich gestalten. Suchkriterien aktuell geht manchmal mit DSGVO-Prozessen in Einklang. Bei dem Thema ist es so, dass Sie einen suchenden Interessenten haben. Der meldet sich, der fragt über ein Portal zum Beispiel eine Immobilie an. Im Hintergrund werden Suchkriterien angelegt. Und ganz oft ist es dann so, dass man Karteileichen hat oder heute Datensatzleichen. Um das zu verhindern, kann man nach einem gewissen Zeitraum fragen, Mensch, suchst du denn noch oder suchst du was anderes? Vielleicht sucht er nicht mehr die 90 Quadratmeter Eigentumswohnung, sondern ein 100 Quadratmeter Häuschen. Wer weiß das schon? Und das ist natürlich A, toll für den Service, um zu zeigen, Mensch, ich bin für dich da, lieber Interessent. Und zum anderen hält man damit natürlich gleichzeitig die Datenbank sauber. Der vierte Punkt sind Geburtstagsgrüße. Geburtstagsgrüße, ein Klassiker der Automatisierung. Hier kann ich hingehen und zum Beispiel automatisch eine E-Mail verschicken, eine SMS verschicken. Man kann das auch unterschiedlich gestalten. Zum Beispiel könnte man sagen, bei Interessenten schicke ich eine E-Mail, beim Eigentümer schicke ich vielleicht eine Karte, beim VIP will ich vielleicht auch noch persönlich anrufen. Also, oder der Mitarbeiter soll anrufen. Das kann man ganz individuell gestalten und lässt sich teilautomatisieren oder komplett automatisieren. Auslaufender Maklerauftrag oder Fristen. Auslaufender Maklerauftrag, da gibt es Unterschiede. Manche haben automatische Verlängerungen in den Verträgen. Da muss man vielleicht nur mal Bescheid wissen, dass man das auf dem Schirm hat. Andere laufen aus und die müssen verlängert werden. Dann muss ich natürlich aktiv werden in beiden Varianten.
kann ich Mitarbeiter, Geschäftsführung und so weiter dann halt letztendlich informieren. Und bei auslaufenden Fristen ist das Ganze natürlich ähnlich. Auslaufende Fristen können unterschiedlicher Art und Weise sein. Ich habe Kunden, die tragen ihre Dienstleistungsverträge zum Beispiel ein und lassen sich dann an Kündigungsfristen entsprechend erinnern. Aber auch als Servicecharakter kenne ich es zum Beispiel im Commercial-Bereich. Sie haben einen Kunden, der vermietet mit Zeitverträgen und dann wollen Sie dann natürlich auch da A, den Service spielen lassen und B, natürlich auch in die Situation kommen, dann die nächste Vermietung zu kriegen, wenn sie denn ansteht. Bewertungen werden oft vergessen und dementsprechend muss man daran erinnern, bitte lieber Kunde, bewerte mich doch. Also ein aktives Bewertungsmanagement ist sehr wichtig. Da kann man auch steuern, zu welchem Portal arbeiten Sie vielleicht mit Google oder Proven Expert, wo auch immer Sie die oder wollen Sie Bewertung bei Facebook haben. Also das kann man sehr schön steuern, zum Beispiel mit einer netten E-Mail. Das kann auch ein kleines Video enthalten, wenn man möchte, wo man dann sagt, bitte bewerte mich doch und dann kann ich das auch unterscheiden. Den Kaufinteressenten schicke ich in die eine Richtung, den Eigentümer, für den ich jetzt eine Immobilie verkauft habe, den schicke ich auf ein anderes Portal. Und wenn Sie zum Beispiel Mietinteressenten anschreiben, dann kann man da auch sagen, Mensch, waren Sie zufrieden, sind Sie nicht zufrieden in der E-Mail und nur wenn er zufrieden war, kommt er aufs Portal und wenn er nicht zufrieden ist, zum Beispiel auf ein Kontaktformular, wo er seine Unzufriedenheit dann Luft machen kann, ohne dass das dann direkt öffentlich ist. Auch das ist ja dann sehr hilfreich, um mehr positive Bewertungen zu generieren. Der letzte Part. Der siebte Punkt hier in dieser Liste ist die Eigentümerinfo. Und die Eigentümerinfo, die wird gerne aufgeführt im Einkaufsprozess. Dann sagt, wird natürlich gerne gesagt, ja, lieber Eigentümer, wir informieren dich natürlich auch immer über alle Schritte. So was kann man natürlich über Portale sehr schön realisieren, dass der Eigentümer sich einwählt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es Sinn macht, sich direkt beim Eigentümer zu melden. Das kann man komplett automatisieren, dass er zum Beispiel einmal eine Woche eine Info bekommt mit Statistiken oder auch mit genauen Details, wie man möchte. Das kann man aber auch so gestalten, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn wir einen Besichtigungstermin haben, möchte ich danach, dass dann auch eine Info zum Beispiel 7 Tage später, nachdem man mit dem Interessenten sich dann auch ausgetauscht hat, dass dann eine Information an den Eigentümer geht. Also da gibt es unterschiedliche Art und Weise, wie man das Ganze automatisieren kann. Wenn Ihnen das schon gefallen hat, dann werden Sie jetzt begeistert sein. Ich lade Sie herzlich ein zu meinem Webinar, natürlich kostenlos. In dem Webinar erkläre ich 2 Dinge. Erstens zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Maklerbüro digital steuern und automatisieren können. Und zwar nicht nur mit dem, was ich eben gezeigt habe. Wir gehen ein auf die kleinen Automatisierungen, kleine Prozesse, auf die Bereiche Einkauf und Verkauf und auf den Bereich Mitnahmegeschäft. Ich erkläre Ihnen genau, was Sie alles machen können. Zweitens, ich erkläre auch, wie das Ganze denn funktioniert, wie schnell und einfach Sie Ihr Maklerbüro digital und automatisiert aufstellen können. Also melden Sie sich jetzt kostenlos an unter masterclass.immo/onoffice. Den Link finden Sie auch unter dem Video. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im Webinar wiedersehen. Also jetzt anmelden.